Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ihr kennt vielleicht auch die Problematik, ihr habt so ein schönes Gartengerät, ein neueres oder auch ein älteres Exemplar. Und wenn es länger steht über den Winter oder über die Pausen, Mähpausen, Vertikutierpausen oder je nachdem, was für Gerät das da immer ist, ist auch bei den Motorsägen oder anderen Geräten so, also egal ob zwei- oder viertakter. Das Problem haben eigentlich alle Benzingeräte, wenn die länger stehen, dann habt ihr ein Problem. Das liegt daran, dass normales Benzin nicht viel länger wie maximal 1 bis 3 Monate lagerfähig ist. Das heißt, wenn das Benzin jetzt ewig im Tank drin ist, ihr habt ja gerade beim Traktor meistens so einen Tank, der ist 5 bis 10 Liter fassend. Bei den kleinen Geräten nicht ganz so viel, aber da ist halt auch die Problematik, wenn es länger steht, geht es halt nicht mehr. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verwendet von Haus aus Spezialbenzin, das ist 2 Jahre lagerfähig. Wenn es original verschlossen ist, sogar noch ein bisschen länger, aber ich sage, über sichere Seite 2 Jahre, dann ist das eigentlich kein Problem. Die andere Möglichkeit, ihr verwendet Kraftstoffkonservierer. Also da gibt es jetzt zum Beispiel den von Datacool, der ist auch gesetzeskonform, weil viele Stabilisierer haben jetzt nicht mehr zulässig, weil die EU die Normen verschärft haben und dadurch diese nicht mehr erlaubt haben, wegen der Giftigkeit. Naja, kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnhaft ist, weil wenn man das Gerät wegschmeißt und weil es kaputt geht, kostet das die Umwelt auch Ressourcen, deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so der Freund. Aber jetzt gibt es einen neuen, der ist nicht so giftig und den könnt ihr auch verwenden für eure Benzingeräte. Den derzt ihr einfach ins Benzin rein und dann ist es länger lagerfähig, wenn ihr keinen Sonderkraftstoff hernimmt. Das ist natürlich immer die erste Wahl. Da müsst ihr aber aufpassen, was ich zum Thema Kraftstoff und Sorten auch sage. Also grundsätzlich die ganz einfachen Sorten mit hohem Bioanteil wie E10 würde ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr einen Konservierer verwendet, nehmt 95 oder 98 oder 100 Oktan. Wegen der Qualität ist es einfach besser. Dann kann man es mit dem Stabilisieren sozusagen retten. Wenn das Gerät nicht mehr gescheit läuft, dann würde ich einen Reiniger empfehlen, aber es muss halt noch laufen. Wenn es gar nicht mehr läuft, dann bringt euch der Reiniger nichts. Also ich zeige euch mal ein Bild, weil da habe ich extra mal ein Foto gemacht von so einem Vergaser. Also das ist jetzt ein Vergaser, der war 5 Jahre alt, weil das ein Kunde von mir war, deswegen weiß ich das. Ich weiß nicht, was den seine Tankstelle für Zeug gehabt hat. Aber der hat schon extrem ausgeschaut. Der ist natürlich nicht mehr gescheit gelaufen, der ist sogar noch gelaufen, weil das war ein sehr hochwertiger Mäher. Bei einfachen Mäher habt ihr nur einen Plastikvergaser. Da ist natürlich noch schnell das Problem, weil das Kunststoff quillt auf durch den Kraftstoff, weil der sehr aggressiv ist und der geht dann noch schneller kaputt. Bei Metallvergaser, wenn es nicht ganz so schlimm ist, kann man es probieren mit Reinigen und so Geschichten. Der Reiniger funktioniert, sage ich mal, zu 95%. Ist nur die günstigere Reparaturmethode. Neuer Vergaser ist immer teurer. Also, das nochmal in Zusammenfassung. Besser ist immer vorbeugen, also entweder Konservierer oder Spezialkraftstoff. Da würde ich den von Grimbergs Öst oder von Stiel empfehlen. Gibt es für 4-Takter und 2-Takter. Und wenn ihr die Möglichkeit nicht habt oder ihr sagt, es ist euch zu teuer, dann nehmt einen Konservierer. Weil alles andere kommt euch langfristig wesentlich teurer. Ich verlinke euch am Ende vom Video die Produkte, da könnt ihr euch alles durchlesen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ein Gefällt mir, liken, abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich danke euch und schönen Abend.